Ja, also bisher gefällt mir die Cidos Connect 24 sehr, sehr gut. Einfach aufgrund der vielen spannenden Diskussionen, die wir mit auf der einen Seite Kollegen der Cidos, mit Kunden, mit anderen Integratoren hatten und einfach die vielen spannenden Themen, die uns in der Identity Access Management Welt beschäftigen, von verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben. Natürlich riesiges Thema heute AI. Was machen die Angreifer damit? Was können wir als Identity Access Management Professionals machen? Was können Kunden machen? Was können die Softwarehersteller machen? Was macht Cidos an der Stelle? Wie nutzt Cidos Gen AI in den Weiterentwicklungen ihres Produktes? Und das ist was, das hat mir sehr, sehr gut hier in Eurust gefallen heute. Ja, sehr angesprochen habe ich natürlich auf der einen Seite die Entwicklung rund um das Cidos-Produkt selber, auf der anderen Seite aber auch, was die Kunden mit Cidos machen, erreichen, was für komplexe Use Cases die Kunden lösen und auch welche Herausforderungen einfach im Projektgeschäft da sind und welche Best Practices letzten Endes auch geteilt worden sind. Ich denke, das ist was für alle Teilnehmer unglaublich wertvoll gewesen ist.